gemacht haben soll, jetzt um 13:30. Karnritter ist sauer. Geht hier was kaputt? Wir müssen jetzt alle raus hier und die Firma ich macht. Ich gehe gar nicht raus. Mensch, halt dein Maul, ich darf mir was los ist. Das kriegen Sie gleich erklärt. Das kriegen Sie gleich nochmal erklärt. Fick dich, geht meine Tür zu, meine Tür nicht mehr auf. Findest du das nicht irgendwie ein bisschen unfair? Jetzt haben sie 3 Stunden gepumpt gestern, das Wasser raus. Und jetzt dürfen wir wieder auf die Toiletten gehen. Die wollten uns ja hier so eine Dixie-Toiletten auf die Straße stellen. Hier auf die Straße. Vielleicht gehe ich auf die Straße, auf die Toilette oder was? Wir haben hier schon Stress gehabt mit dem ersten Neger vor der Tür, der hier drüben arbeitet. Was für Stress? Na, der kommt hier jedes Mal mit dem Telefon und krölt hier unter unser Fenster rum. Und da sind die Jungs runtergegangen, haben sie den einen aber vor der Fresse gehauen, den Neger. Und ich bin dann runter. Nee, der hat rumgegrillt. Ich hab's gequackt, ja. Und da hat sie blutet aus dem Gesicht. Bei Rabe bist du. Das ist aber nicht der Rabe, der bei uns hinten hier wohnt. Ja, jawohl, ist der das. Ach, der ist das. Erst zerlächtert ihre Bude und jetzt kaufst du da wieder hin. Grüßt euch. Die muss ich jetzt nehmen. Was sind das für Tabletten? Wassertabletten. Durch meine Krankheit. Okay. Die laufe ich jetzt aber mit Bier und nicht mit Wasser. Ich will bloß noch den Kontakt halt zwecks die Kinder. Aber mit sie will ich nicht mehr zusammen, weil sie war mit einem Ausländer zusammen und soll angeblich schwanger sein von dem. Nee, da will ich. Und das ist schlimm, weil es ein Ausländer ist oder weil es da will ich nicht mehr ran. Nein, da will ich nicht mehr ran. Das, was ich vorhin getrunken habe, das war auch schon wieder zu viel. Wie viel haben Sie heute schon getrunken? Das ist das Erste. Der saß vorhin auf der Toilette mit der Schnapsbulle. Aber Sie haben gesagt, er ist aggressiv, was heißt das? Na, der schlägt mich, wenn er betrunken ist. Warum sind Sie so wütend auf Ihre Mutter? Sie einfach bloß meine Frau in Ruhe lassen und meine Kinder. Sie geht immer an meine Kinder und wenn es an meine... Wenn sie halt die Klappe, lass mich reden, wenn es um meine Kinder geht. Lass mich von dir nicht den Mund verbieten, das ist meine Dann fahre ich aus der Haut. Was würden Sie sich denn wünschen, komm was sich hier ändert an dem Verhalten von Norman? Komm hierher. Der muss weg, aus meinen Augen, ich will den nicht mehr sehen. Ich male. Weil er saugen tut. Malen? Was malen Sie denn? Tätowiervorlagen. Ah, haben Sie Pläne? Wollen Sie Tätowierer werden, oder? Das bin ich schon. Ach so, das wusste ich nicht. Seit wann denn? Seitdem ich 15 bin. Okay. Grüße Führer, wenn du mich schon grüßen tust. Den habe ich in der Man sieht es ja, wie sie abgehen. Man stellt die Fahrräder vor die Tür. Ja, irgendwelche Kanacken kommen vorbei und wollen sie Fahrräder klauen oder seinen Handwagen oder so eine Scheiße. Und das sind immer Ausländer oder sind das immer Deutsche? Das sind Ausländer da drüben. Das sind Flüchtlinge. Fertigstellung des Gemeinschaftsbereichs für September 2018 geplant. Ja, ist noch 10 Monate, ne? Die wollen uns verarschen hier, Alter. Will die mich rollen? Dauert ihnen zu lange. Ich hau die in die Fresse, wenn die das nächste Mal kommt. Mal gut, damit ich sie heute früh nicht gekriegt habe. Den anderen, den habe ich hier unten auch beim Wickel gehabt. Warum glauben Sie, dauert es denn so lange? Ja, ich weiß, was das für Arbeiter sind, Nora. Ich habe Straßenbau und alles gelernt, ja? Maurer? Ja, haben Sie gelernt. Ja, aber nicht abgeschlossen, weil ich in der Haft gegangen bin. Oh. Ich sehe nur auf der Puste, weil ich die Treppe so schnell hochgerannt bin. Wie werden Sie denn heute das Weihnachtsfest verbringen? Beschissen. Wie feiern Sie denn heute Weihnachten, Christoph? Na, mit meinen Eltern, also meine Mutter. Mein bekloppten Bruder da hinten. Ja, warum bin ich bekloppt? Ich trete dich gleich in den Arsch, Kumpel. Nur weil ich ab um 12 wach bin oder was? Und wie läuft es hier so ab bei Ihnen? Mal gucken, ja. Sehen Sie doch da. Und läuft alles, ja. Was ist denn geplant heute? Na ja, nicht. Kaffee, Kuchen und Ruhe. Ja, also singst du Weihnachtslieder? Manchmal. Na siehst du, ich nicht. Ja, Weihnachten, wie feiern Sie das? Och, wir waren genau wie jeden Tag. Nichts Besonderes. Och. Woher weißt du das jetzt? Ich trinke mal Bierchen und dann. Und die Säufer, die gehen mich am Arsch vorbei. Wenn ich das gewusst hätte, dass das so schlimm wird mit Saufen, wäre ich ja nicht mit der gezogen. Ich habe in Leipzig habe ich 6,5 Flaschen Schnaps getrunken. Ja, das machst du jetzt hier auch. An einem Tag. Und wenn du geschnappt hast, 6,5 Flaschen.
Ja. Aber Norman, was glauben Sie, wie lange halten Sie das noch durch? Ja, nicht mehr lange, weil es drückt schon wieder. Gott sei Dank. Frau Ritter, haben Sie denn irgendwelche guten Vorsätze fürs neue Jahr? Erstmal hier raus aus dem Haus hier und eine neue Wohnung. Was noch? Erstmal abschalten hier von die. Sie und wollen nicht mehr mit Ihren Söhnen zusammen wohnen? Nein. Warum nicht? Nö. Zwei trinken, der da hinten drogenabhängig mit seine, die kriegen sich mal gebacken, ihre Bude sauber zu machen. Christopher, was wünschen Sie sich? Dass es mehr Alkohol gibt, ja? Oh. Noch mehr? Na klar. Das ist ein Arsch. Ist doch noch viel zu wenig. Prost, Kumpel. Frohe Weihnachten. Oh, danke gleichfalls. Frau Ritter, was sagen Sie denn zur aktuellen Flüchtlingspolitik? Sie haben erzählt, raus mit die Viecher. Und wer macht jetzt das hier sauber? Das wird auf uns drauf zukommen. Ja, also, dass wir das sauber machen müssen. Machen Sie das denn? Na klar, na ja, klar. Na ja, müssen wir. Ja, wir sind keine Assis oder sowas. Ja. Wo ist die Gerechtigkeit in Deutschland? Wissen, wo sie wollen. Jetzt waren ja auch gerade Bundestagswahlen. Waren Sie wählen? Auf keinen Fall. Da war ich gerade in Urlaub in Leipzig. Mit Urlaub meint er Haft. Frau Ritter, wir sprechen gerade über die Wahlen. Ich habe die Weihnachtspartei gewählt. Die Weihnachtspartei. Da kriege ich wenigstens eine Schokolade. Also Sie waren nicht wählen. Warum nicht? Ich war nicht wählen. Weil ich behindert bin, weil ich nicht laufen kann. Wie oft sind die denn hier? Die kommen fast jeden zweiten Tag oder sowas. Ja, also. Na, da oben eine Etage höher. Also wenn die trunken wird, das sind Flüchtlinge. Mit welcher Begründung haben die Sie verhaftet? Na, er hat Haftbefehl gehabt und der komische schwule Schlüsseldienst wollte da um die Tür aufbohren. Da standen wir davor, ja. Ich sag, fesse die Tür an, Kumpel, reiße ich dir deine Melone ab. Ja, dann schraube ich dir deinen Kopf ab. Ja, somit hat er die Tür nicht mehr angefasst, ist abgelaufen. Ja, und irgendwann kam das SEK hier, ja, also. Warum das SEK direkt? Ja, weil die normalen Polizisten nicht mehr hinkriegen, ja. Hatten Sie sich mit dem Gedanken schon angefreundet, dass die Flüchtlinge gegenüberkommen? Na klar habe ich mich mit angefreundet, ja. Wäre gut für mich gewesen, war. Warum? Weil der hätte ich noch Kraftsport gehabt, wenn ich hier nach Hause komme. Guckt euch meine Bude an. Ivan, filmt die Wohnung. Kommst du mal bei den DVD umstecken? Hier dürfst du als erster filmen. So bin ich. Die Wand bitte. Was ist das alles? Das ist also von den Rechtsradikalen. Mein rechtes Hobby ist sowas. Das ist mein rechtes Hobby. Und Sie wohnen jetzt immer noch hier? Ja. Sie müssen ins Gefängnis, 3 Jahre. Wie soll Ihr Leben weitergehen? Was stellen Sie sich vor? Ja, das, was ich gesagt habe, mein Gewerbe, mein Angelschein, mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Norm, was macht denn Ihr Angelschein? Haben Sie den gemacht? Alles weg. Alles weg, außer Bierpulle. Alles weg. Was heißt alles weg? Ich bin aus dem Knast gekommen, meine geschiedene Frau, die hat alles verkauft. Alles weg. Wie geht's Ihnen? Sie sind gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Ja, beschissen. Fick dich, geht meine Tür zu, meine Tür ist nicht mehr auf.